Eine neue Folge Klaus trifft Frauenfußball. Heute mein Gast Franziska Haasch von der TSG Hoffenheim. Herzlich willkommen, Franziska. Vielen Dank, ich freue mich total hier zu sein. Ja, gegenseitig, wir haben uns schon mal kennengelernt, unbewusst. Von deiner Seite an der Tanke habe ich bezahlt, mich umgedreht. Auf einmal steht Franziska da vor mir, kurz gegrüßt, was ich also sehr positiv empfand. Auch auf dem Sommerfest hast du dort auf dem Platz gestanden und ja, einfach die Leute gegrüßt, und das macht dich unglaublich sympathisch. Und das möchte ich ganz nochmal hier herausstellen. Ja, zu Anfang möchte ich dich überraschen und mal schauen, ob es mir gelungen ist oder uns gelungen ist. Kannst du was sehen? Schwarz, ne? Ja, schwarz, genau. Hallo Franzi, ja, wir folgen dich ja noch hier beim TSV. Ich hoffe, du kennst mich noch. Wir sehen ja noch, bei dir läuft es alles gut, du hast es geschafft. Wir sind ja alle stolz auf dich und wir hoffen nur das Beste und weiter so weitermachst und einfach super. Grüße auch von meinem Bruder Nifty, zusammen in der Mannschaft. Hat eine schöne Zeit auch über dem TSV Lübeck zusammengespielt. Auch Grüße von ihm. Oh, das ist ja. Hey, Mein Herz geht auf. Das ist geht dein Herz unglaublich. auf? Okay, ja, Ja. das ist ja klasse. Ja, wenn ich meine Ja. Gäste so einlade, möchte ich nicht nur immer Frage-Antwort-Spiel machen. Das macht ja fast jeder, sondern auch vielleicht überraschen. Dann hab ich ein bisschen geguckt, wo du angefangen hast, Fußball zu spielen. Und komischerweise oder glücklicherweise ist dein Papa in deinem ehemaligen Verein, ja, was wie ein Obmann, Vorsitzender, oder wie kann man das? Ja, und mittlerweile Vorsitzender, genau. Oder im Genau. Vorstand, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht. Ja, gut, auf jeden Fall bei der Telefonnummer und weiß ich. Da habe ich mir gedacht, da rufst du einfach mal an, ganz recht. Und der war ganz verunsichert zu Anfang, weil sich ja, melden sich ja alle möglichen Leute, auch vielleicht welche, die es nicht ehrlich meinen. Und dann konnte ich ihn davon überzeugen, dass er dann ja doch irgendwie mal drüber nachdenkt, wie kann man die Franzi überraschen. Und dann hat er gesagt, ich habe jemanden im Hinterkopf. Und dann ist das so im Video entstanden. Dein Bruder, der Matze, hat das dann aufgenommen. Ist ja ein Riesenfan von dir, ne? Ja. Ja, kannst du stolz drauf sein, dass die Familie so hinter dir steht, ne? Ja, dann haben wir das gemacht, das Video. Jetzt erzähl doch mal den Zuschauern, wer ist das, der zu uns gesprochen hat? Genau, das ist Nathanael. Also er hat ja auch seinen Bruder erwähnt, den Nifty, den ich kenne die beiden seit dem Kindergarten. Also ich glaube, ja, mit Nifty war ich, glaube ich, im Kindergarten und ja, mit denen aufgewachsen, Fußball gespielt. Dann war mein Papa lange Trainer vom Nifty zum Beispiel. Und dass ja, er jetzt noch, also Nathanael noch da spielt, ist unglaublich schön, finde ich. Und das jetzt zu hören von ihm, weil ich die selber gefühlt, sag ich mal, alle 2, 3 Jahre sehe, irgendwann mal auf dem Sportplatz oder so, ist das natürlich für mich was ganz Besonderes und auch schön, dass man sieht, dass sie an mich denken oder auch mich manchmal verfolgen. Und ja, es ist schon ein Stück Heimat auf jeden Fall, was da jetzt gerade gezeigt wurde. Und das ist sehr schön. Ja, das ist doch der Stolz, ne? Ja. Ist doch ein kleineres Dorf, kann man sich doch so vorstellen, ne? Wie Birkach, ne? Genau, also es ist auf jeden Fall ein Stadtteil von Stuttgart, also gehört zu Stuttgart. Und ich weiß nicht, ob du die Stuttgarter Kickers kennst. Das Ja. ist 5 Minuten vom Stadion von den Stuttgarter Kickers. Also ja, Waldebene, Ost und da ja ist so ein bisschen sehr, sehr sportbegeisterter Bereich. Und Bürkach ist da ein kleiner Verein, der, glaube ich, doch auch viel leistet. Auch Anton Bäuerle spielt mittlerweile bei Leverkusen, ist auch bei Hoffenheim, bei Bürkach aufgewachsen, also beim Verein und ist echt schön, ja.
Ja, diese Basis brauchen wir ja. Das ist ja Ja. wichtig, dass sich die Leute engagieren, auch wenn vielleicht finanziell nicht so viel zurückfließt, aber dieser Stolz, der dann wächst. Ja. Franzi haben wir rausgebracht. Und hey, die vertritt quasi den Verein nach außen auch. Dann ist das doch immer eine schöne Sache. Das habt ihr zusammengespielt in einer Mannschaft auch, oder? Ja, ich glaube mit dem NATO nicht, eher mit dem Nifty, aber ja. In der Jugend, genau. Ja, also ich habe bei Birkach eigentlich schon als Bambini angefangen. Da hat sogar meine Mama mich noch trainiert mit den Bambinis. Und Ah ja, interessant. ja, also da wirklich die ganze Familie war im Verein, mein Papa, Trainer von meinem Bruder eben. Und ja, dann waren die da auf jeden Fall auch immer dabei. Also wirklich, seit ich denken kann, gefühlt waren die zwei immer mit dabei, also NATO und Nifty. Und dann genau in der F-Jugend, E-Jugend habe ich alles durchlaufen und immer mal wieder haben sich dann die Wege gekreuzt. Deshalb ja, also wirklich ein Bestandteil meiner Jugend und war echt schön. Ja, und dann hast du auch also quasi mit Jungs ja auch zusammengespielt, musstest dich auch durchsetzen. Und ich habe noch ein Bild bekommen von deinem Papa. Das mache ich nachher ins Video rein, stelle ich damit rein. Du warst ja von Beginn an sehr groß gewachsen. Konntest dich gut durchsetzen, denke ich mir mal, oder? Ja, also ich glaube, teilweise, ich hatte früher manchmal noch kurze Haare eine Zeit lang. Das heißt, ich bin, glaube ich, gar nicht so richtig als Mädchen aufgefallen, ehrlich gesagt. Was natürlich jetzt auf dem Feld als für mich von Vorteil war, weil ich einfach gleich behandelt wurde, bis dann manchmal die Gegner rausgefunden haben, oh, das sind Mädchen. Und dann, ja, war es schon kurz ein bisschen komisch, aber nee, es war glaube ich, ganz wichtig, auch mit den Jungs aufzuwachsen, mit den Jungs zu spielen. Aber tatsächlich war die Begeisterung bei mir in der Gegend für Frauenfußball oder Mädchenfußball schon recht hoch. Deshalb haben wir schon in der D-Jugend damals beim TSV Birkach eine Mädchenmannschaft gehabt. Und ich habe dann, dadurch, dass ja, ich gern Fußball gespielt habe, habe ich immer parallel, also Jungs, Mädchen, hat dann Wochenenden teilweise zwei Spiele, irgendwie Freitagabend Mädchen, also oder ja, D-Jugendspiel und samstags Jungsspiel. Also war richtig viel los. Und genau, da hatten wir auch eine Spielgemeinschaft mit Hollmann und Sillenbuch, zwei Nachbarorte auch für die Frauen und Mädchen. Und das war, also für mich war das optimal. Ich konnte mit den Mädchen spielen ab der D-Jugend, aber gleichzeitig eben auch mit den Jungs oder auch mit meinem Bruder seiner Mannschaft trainieren, also mit 2 Jahre Älteren, was ja für mich, für die Entwicklung und alles natürlich, also jetzt im Nachhinein betrachtet, richtig gut war. Damals war das einfach wie in einem Traum zu leben, also bei den Jungs zu spielen, bei den Mädels zu spielen, also es war echt toll. Ist dein Bruder so der Unterstützer? Ist das dein Beschützer auch? Ja, Beschützer auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Unterstützer auch, also vor allem neben dem Platz hat er schon früh angefangen, auch als ich bei Hoffenheim war, angefangen, Spiele zu filmen, sich da auch einzubringen im Verein. Der kennt sich technisch sehr gut aus, hat da immer die Trainer unterstützt von der zweiten Mannschaft damals. Und demnach, ja, ist er immer nah an mir dran und ja, und supportet auch als Fan mittlerweile sehr, sehr gut. Und ja, als Bruder, glaube ich, haben wir da die nötige Distanz, dass er da jetzt nicht ins Persönliche oder so geht, wenn ich mal irgendwie einen Bock baue. Deshalb unterstützt er mich eigentlich immer richtig gut. Ja, gut, man darf ja auch Böcke bauen. Also, wer macht das denn nicht, ne? Ja, jetzt ist dein Bruder ja auch im Fanblock, habe ich gehört. Ist das toll, wenn man weiß, da ist jemand, der hinter mir steht, auch wenn es mal schlecht läuft? Ja, auf jeden Fall. Also gerade natürlich am Anfang war es komisch oder manchmal schwierig, weil er teilweise als Einziger da reingerufen hat und versucht hat anzufeuern und dann regt er sich auch mal über die Schiris auf und ich höre das dann auf dem Feld und denke mir, oh nein, mein Bruder. Aber mittlerweile ist es wirklich auch für jeden bei uns in der Mannschaft, ist er da extrem wichtig, habe ich das Gefühl. Also dass er auch die Leute mitzieht, die Fans mitzieht. Und von dem her
freue ich mich jedes Mal, wenn er dann anfeuert. Also, das ist schon schön. Ja, wenn man am Küchentisch dann sitzt zusammen beim Gulasch oder nee, bei der Spätzle mit was gibt's bei euch? Spätzle mit Linsen, ne? Ja. Dann werden die Sachen dann ausgefochten, ne? Ja, genau. Du bist ja Stuttgarterin, also Spätzle mit Linsen ist ja Volksgericht, ne? Musste ich mich auch erst dran gewöhnen, aber schmeckt. Ja, wer sind denn noch so außer die Eltern, außer Bruder, vielleicht Vorbilder von dir? Ist da irgendwas? Ja, also ich in meiner Jugend oder als ich dann gerade mit dem Frauenfußball mehr Kontakt hatte, habe ich ja mich umgeschaut und irgendwie schon immer so ein bisschen in die USA geschielt, weil ich weiß nicht, die hatten einfach schon früh, finde ich, in den Medien waren die sehr früh präsent, YouTube-Videos oder sonstige Sachen haben die viel hochgeladen. Ja, und dann hat sich für mich so ein bisschen auch da so eine Spielerin, wo ich ja spielte in den USA, so ein bisschen unantastbar war, für mich Tobin Heath als Vorbild so ein Stück weit. Und genau, und wer natürlich Vorbilder für mich sind, sind auf jeden Fall auch Leute, mit denen ich gespielt habe, die beispielsweise durch schwere Verletzungen gegangen sind, zum Beispiel Judith Steiner, die jetzt bei Freiburg spielt, oder auch andere, wenn ich an Poppy denke, die vor der EM noch eine krasse Verletzung hatte und dann so hart an sich gearbeitet hat, wieder zurückzukommen. Genau, das sind auf jeden Fall Vorbilder für mich. Dadurch, dass ich sowas Schlimmes noch nie erlebt habe, habe ich da meinen riesen Respekt davor. Aber ja, das ist so für mich, sind es richtige Kämpfer, ja. Und das zeichnet dich mal wieder aus, möchte ich so sagen. Du hast jetzt über Poppy gesprochen, das ist ja so der, im Prinzip der Wettbewerb, aber trotzdem, ja, hebst du sie hervor und ist auch berechtigt. Ne? Das ist, ja, ihr Frauen, ihr kämpft euch da durch bei Bänderrissen, das ist unglaublich. Da wird nicht rumgejammert, da wird gearbeitet. Ne? Voll. Ja, jetzt war ja mal irgendwann die Entscheidung, ich möchte ein bisschen mehr als vielleicht auf dem Dorf spielen. Und dann kam die DSG dann ins Spiel, ne? Genau, also bei mir war es so, ich habe mein oder mein Fokus war eigentlich auf der Schule so ein Stück weit. Mein Abitur wollte ich unbedingt machen. Und ich hatte da damals eine super Schule. Also gerade wenn es um so Dinge ging, ich kam dann in die Auswahl von Württemberg zum Beispiel. Und teilweise wurde man befreit, gefühlt musste jeden Monat musste ich zu ins Rektorat und fragen, ob ich eine Befreiung bekomme für 2, 3 Tage. Und genau, ich kenne viele Spielerinnen, damals auch in meinem Alter, die sogar die Schule wechseln mussten, weil der Rektor das nicht unterstützt hat. Und da hatte ich sehr, sehr, sehr viel Glück mit dem Wilhelms-Gymnasium in Degerloch. Und deshalb war für mich klar, okay, ich kann nach, habe die Möglichkeit, nach Hoffenheim zu gehen, aber ich möchte auf jeden Fall auch auf der Schule bleiben, in meinem Umfeld bleiben und habe mich dann tatsächlich für das Pendeln entschieden, immer mit dem Zug hin und her zwischen Hoffenheim und Stuttgart. Und ja, muss sagen, im Nachhinein frage ich mich, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es geschafft und hat Spaß gemacht. Also von dem her lief alles gut. Aber ja, es war auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung für mich, aber war jetzt letzten Endes natürlich die richtige. Wie alt warst du damals schon? Ich war damals in der U17, also so 16 Jahre alt. 16 Jahre alt, Genau, ja. mit 18 hat das Und dann Ganze mit angefangen. dem Zug, ja. Ich Oder hatte, ja, ich hatte eine. wie lange fährt man da? Also ich bin teilweise schon, also es gab Zugverbindungen über Karlsruhe mit dem IRE. Da bin ich teilweise 2,5 Stunden unterwegs gewesen. Aber ich konnte natürlich im Zug auch meine Hausaufgaben machen, ich konnte lernen. Natürlich hat es nicht immer geklappt, aber es war für mich so, diese Struktur im Alltag war auf jeden Fall wichtig und das Zugfahren war deshalb auch ein wichtiger Bestandteil für meine Schule. Und natürlich konnte ich dann in Hoffenheim, teilweise bin ich direkt von der Schule nach Hoffenheim gefahren, weil ich da Nachhilfeunterricht bekommen habe, was für mich auch sehr wichtig war. Sonst wäre natürlich das mit der Schule echt schwierig geworden, muss ich echt sagen.
Ja, ich habe das ja unter Schnittstellen überwinden und nutzen, habe ich das ja einfach, ich habe die Punkte so ein bisschen fußballerisch aufgezählt. Die Vereinbarkeit Schule, Beruf, Studium, es ist ja nicht leicht. Du erzählst ja, als wenn das ganz normal für dich war. Ja, also es ist definitiv nicht leicht, das muss ich auf jeden Fall auch sagen. Und ich finde aber eben gut, dass gerade jetzt zum Beispiel Hoffenheim da die Unterstützung bietet für die, dass Schule eben auch ein wichtiger Bestandteil ist. Genauso beim DFB, dass man während den Lehrgängen in der U16, U17 auch Lehrer dabei hat, die einen unterrichten, wenn man eben was verpasst, was finde ich auch sehr, sehr wichtig ist. Also da hat man dann teilweise klar, morgens Training, mittags Mittagessen und danach 1, 2 Stunden Unterricht. Und das ist natürlich. Das ist auch mal wichtig zu hören. Also der DFB stellt dann auch Lehrer zur Verfügung. Genau, ja, also da wird man auch unterstützt. Bei mir hatte ich tatsächlich auch wichtige Arbeiten, als ich damals bei der WM dabei war, bei der U17-WM in Costa Rica. Und ich weiß noch, mit den Lehrern hatten wir teilweise noch lang danach Kontakt, weil die einfach so cool waren und einen gut unterstützt haben. Natürlich während einer WM eine Arbeit zu schreiben, ist dann noch mal was anderes. Also das ist dann auch nicht ganz so gut gelaufen, aber so an sich, so dieses den Stoff nachholen und solche Sachen. Und natürlich, also da muss ich auch sagen, hatte ich mit meinen Mitschülern Glück. Also ich hatte da eine Freundin oder immer noch eine Freundin, die mir jeden Tag die Sachen kopiert hat, mitgebracht hat. Also so eine Unterstützung ohne die, glaube ich, geht es einfach nicht. Aber so Ja, hatte aber ich jetzt echt. stell dir mir vor, du bist in Costa Rica zwischen Schlangen, Spinnen und was da toll. Ja, ich war da auch mal in Costa Rica. Ist super toll. Da, mein Cousin, der arbeitet dort und lebt dort. Ich stelle mir auch wirklich schwer vor, den Stoff zu vermitteln. Also, die müssen ja die Inhalte von der Heimatschule hier auch dort vermitteln. Wie stellen die das an? Ich Wissen glaube, die den Lehrplan? ja, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ob die sogar mit den Lehrern teilweise Kontakt hatten. Aber es ist auf jeden Fall so, dass von uns dann schon sehr früh so dieses Selbststudium, was man jetzt im Studium automatisch hat, gefragt war. Also wenn ich zum Beispiel mitbekommen habe, okay, heute wurde in Mathe Seite 23 bis 24 gemacht. Dann musste ich natürlich mich selbstständig in das Thema einarbeiten mit der Hilfe der Lehrer. Also da, wenn ich dann zum Beispiel fragen musste, was ist ein Integral oder weiß jetzt auch nicht, aber Ja. dann kamen die eben zur Hilfe und das war, glaube ich, wichtig, da eine Unterstützung zu haben. Aber man musste natürlich viel selbst machen und wenn man dann natürlich auch mit Freunden da hockt, die alle echt witzig sind und dann ist man nicht in der Schule, ist natürlich auch viel Ablenkung. Deshalb war musste man lernen, früh auf sich zu konzentrieren und zu sagen, hey, ich muss die Schule schaffen und dann führt kein Weg dran vorbei. Ja. Integralrechnung, da sagst du was. Ich wollte schon ansprechen, das hatte ich mir fest vorgenommen, weil du hattest irgendwann ja eine Abschlussarbeit geschrieben, dann Mathematik war nicht so ganz klar. Wie du abgeschnitten hast, habe ich irgendwo nachgelesen. Und ja, wenn ich da so Costa Rica denke und Kurvendiskussionen machen muss, das ist natürlich nicht so ganz einfach. Vor allem die Kurven, mit denen du diskutierst, die antworten ja nicht, ne? Ja. Gut, also das finde ich klasse, und das ist ja auch gar nicht bekannt, dass also auch der DFB dort unterstützend tätig ist. Ist ja auch wichtig für die jungen Frauen, auch Männer natürlich auch, dass die dann entsprechend begleitet werden. Also hast du da keinen Abfall gehabt von den Leistungen her? Also ich finde es. Die Frage ist für mich ganz schwierig zu beantworten, weil ich glaube sogar, dadurch, dass ich wusste, okay, ich habe heute Abend noch Training, ich kann jetzt nicht faulenzen, ich kann jetzt keine Serie schauen, ich kann jetzt, weil ich eben die Hausaufgaben noch machen muss, weil ich noch Zug fahren muss oder gerade nach dem Training war für mich auch immer,
Da ist man noch so richtig vom Training so voller Engagement und dann sind nach dem Training im Zug die Hausaufgaben immer richtig gut gelaufen bei mir. Deshalb weiß ich nicht, ob ich sogar durch den Fußball sozusagen diese Motivation oder die Disziplin noch mehr hatte für die Schule, als wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Abend frei hätte. Deshalb ist es ganz schwierig für mich zu sagen, aber ich glaube, trotzdem war es für mich wichtig, dass während dem Abi dann oder kurz vor dem Abi war ich auch nicht mehr bei der Nationalmannschaft und mich da drauf zu konzentrieren war, glaube ich, dann doch wichtig, sonst wäre es schwierig geworden. Also es war hat so perfekt gepasst bei mir. Aber ob ich besser oder schlechter gewesen wäre ohne den Fußball, kann ich nicht beantworten. Aber ich glaube sogar fast gleich. Okay, jetzt bist du ja dabei, Lehramt zu studieren. Für welche Fächer? Sport und Deutsch, aber man hat auch Mathe, also genau. Mathe. Ja. Ja, aber ja, Lehramt für welche Schulklassen? Für die Grundschule, also 1 bis Für 4. die Grundschule, okay. Ja, Mensch, dann haben die künftigen Schüler und Schülerinnen ja eine tolle Lehrerin, ne? Ach, danke. Ja, Ja, ich freue mich. und vor allen Dingen weltoffen. Du kennst ja viele Dinge schon, ne? Außer dem Fußball. Ja. Und die Schwierigkeiten, wie man die meistert. Das kannst du denen ja dann auch vermitteln, Ja, auf jeden Fall. ne? Gibt es bis dahin schon irgendwie die schönsten Momente, vielleicht auch mal trauriges Momente, wenn ich mal gesagt, ein trauriges Moment, den du da hattest in deiner Jugendzeit bist. Also die schlimmsten waren, wenn ich jetzt so generell meine ganze gerade Fußball und alles, was man erlebt hat, betrachte, war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment, was ich schon besprochen habe, die WM in Costa Rica, einfach dabei zu sein, das mitzuerleben, war richtig toll. Und dann auf jeden Fall die beiden Meisterschaften in der zweiten Liga. Da hatten wir so ein super Team, des Trainerteams hat alles funktioniert und das war echt ja, für mich was ganz Besonderes. Und jetzt natürlich auch der Einzug in die Champions League und generell nicht nur von der Liga, also den dritten Platz zu erreichen, das war schon ein Highlight, aber dann auch die Steps danach, um in diese Gruppenphase zu kommen, das war ein Achterbahn der Gefühle und es war echt toll. Das war auch für die Fans eine Achterbahn der Gefühle. Also ich habe das Ja. auch ein bisschen mitverfolgt. Und du sprichst jetzt schon die Champions League an. Da habt ihr wirklich tolle Sachen. Ja, dass ihr überhaupt den dritten Platz erreicht habt, das war schon toll. Und dass ihr dann ja so tolle Spiele dann auch abgeliefert habt. Ne? Ihr habt Arsenal geschlagen. Das war Ne? Was nimmt man da mit so? Auch wieder persönlich. ja, Ist man da stolz? So ein bisschen stolz dann auch? auf jeden Fall. Also es ist auf einmal alles, was irgendwie vorher so weit weg war, Mannschaften wie Barcelona, wo man irgendwie vielleicht mal eine Hose oder ein Trikot von gekauft hat, weil irgendwie und hinten stand Messi drauf, sage ich jetzt mal, wenn es ganz früh war. Und dann auf einmal gegen die Mannschaft oder auch in dem Stadion zu spielen, in der Stadt Barcelona ist, ja, das ist, glaube ich, ganz krass. Und klar, Arsenal, dann zum Beispiel kam bei mir noch hinzu, dass genau bei Arsenal zu der Zeit die Tobin Heath gespielt hat, von der ich dann früher Fan war. Und das war natürlich Ja. dann, war so weit weg, mein ganzes Leben lang, so Und dann genau, so lange. USA. Und dann auf einmal steht sie vor mir. Und ja, das ist, glaube ich, für eine Spielerin ganz besonders und auch in die Zukunft betrachtet, gibt es natürlich auch einen Motivationsschub oder auch ja, man leckt so ein bisschen Blut an dem Ganzen und deshalb, ja, es wollen wir unbedingt auch dieses Jahr wieder Dritter werden, beziehungsweise soweit es eben geht und wieder in dieses ganze Erlebnis haben, weil es schon auch für die, wie du sagst, für die Persönlichkeit, für das ganze Gefühl einfach schön ist, ja. Ja, jetzt habe ich das Spiel Barca gesehen. Ich war bei euch im Stadion. Schade, ihr hättet 1-0 in Führung gehen können und bekommt dann so einen dummen Elfmeter. Von meiner Position aus gesehen, sehr unglücklich. Aber trotzdem, gegen so eine Mannschaft zu spielen, war auch so gut aus, trotzdem gut auszusehen. Das macht noch stolz, ne? Ja, ich glaube, gerade
der Phase, auch mit der Champions League, waren wir echt, fand ich gut drauf und haben eben versucht oder wollten sehen, wie weit können wir mithalten oder wie können wir auch Ballbesitz spielen und solche Sachen. Natürlich will man dann oder sieht man dann, okay, da haben die dann die einzelnen Spielerinnen doch noch eine Klasse, einen Schuss in den Winkel und man steht nur da und ja, guckt doof, aber ich glaube, das sind auch Momente, die gerade für junge Spielerinnen oder generell eigentlich für jede Spielerin total wichtig sind, um zu sehen, hey, da fehlt noch ein bisschen, vielleicht noch mal mehr paar Schüsse üben, noch mal ein bisschen mehr an sich arbeiten und dann das Potenzial ist da, glaube ich, bei jeder und je nachdem entwickelt sich das dann auch. Ja, also ich fand das Spiel nicht schlecht. Also gut, man hat 5-0 verloren, aber trotzdem macht man das 1-0. Jetzt Ja. weiß ich nicht, wer da jetzt so durch war, ob es Nicole Biller war. Kann das Spiel auch etwas anders laufen. Auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Und ich habe es auch hier gehört, habe da richtig drauf hingearbeitet. Ne? Es gibt aber trotzdem immer noch Menschen, die den Frauenfußball ja irgendwie runterziehen, über die Spielerinnen herziehen, beleidigen. Was kann man diesen Menschen mitgeben? Man, ihr habt eine tolle, die deutsche Nationalmannschaft hat eine tolle EM gespielt. Ihr, Hoffenheim, europaweit repräsentiert, positiv. Was kann man da machen? Ja, also ich finde es schwierig, weil generell, wenn man überhaupt, verstehe ich überhaupt nicht, wie man gegen eine Gruppe oder gegen was, was den Menschen Freude bereitet, überhaupt da Hass oder irgendwie Diskriminierung empfinden kann. Weil ja, ich zum Beispiel, ich support jede Sportart, jede, ob Frau, Mann, ist für mich relativ egal, weil für mich geht es einfach um das Spiel, um die Spannung, um die Tore. Um, ja, je nachdem, ob man eben das mag oder nicht. Aber da dann dumme Kommentare zu geben oder so, verstehe ich nicht, weil ja, am Ende ist es, hat ja Leona Oberdorf mit ihrem Satz auch gesagt, es ist eigentlich Fußball. Und da ist es, finde ich, irrelevant, ob Frauen das spielen oder Männer. Ja, natürlich jetzt für uns Frauen, wenn ich an Vanessa von den Wilden Kerle denke, die dann irgendwie früher auch gesagt hat, ja, ich will die erste Frau in der Männernationalmannschaft sein, ist natürlich ist der Fokus generell in der Welt mehr auf die Männer, aber das ist ja voll okay. Aber das heißt ja nicht, dass wir Frauen uns entwickeln und wachsen können oder wie du gesagt hast, auch viel investieren oder die Spiele spannend sind. Also ich kenne Frauenspiele, die sind ultra spannend und bis in die letzte Sekunde und dann gibt es auch Männerspiele, die sind null spannend. Also es geht für mich eher um dieses. Es ist ein Spiel und das sollte man respektieren und akzeptieren und ja, das Wenn sollte man jetzt nicht so im Spiel verfolgt, wie im zentralen Mittelfeld bist du ja ansässig. Wie würdest du dich beschreiben als Kämpferin, als Strategin oder wie würdest du dich dafür bezeichnen? sein. Ja, ich würde schon sagen, dass ein bisschen, also Da hinten, da sehe ich gerade jemanden. Mit dem Kannst Ball. du? Warst du eingefroren? Jetzt müsstest du hier Ja, mal. du auch. Ich Jetzt auch, geht's. okay. Ja. Ah ja, jetzt Da hinten oder? sehe ich jemanden zum Beispiel köpfen. Ich hab da gefragt, würdest du dich mehr als Kämpferin sehen, Strategin? Wie Genau. würdest du dich beschreiben? Ich glaube, so ein bisschen beides, wenn ich das sagen darf. Also gerade mit Ball, also ich mag es ultra gerne mit Ball zu spielen. So ein bisschen, ja, ich mag auch gerade zum Beispiel Barcelona oder wie heißen sie? Manchester City, wie die einfach ja den Ball laufen lassen zwischen ihren Ketten. Das mag ich. Und da glaube ich, habe ich auch meine Qualitäten. In Räume zu gehen oder Räume zu sehen, und um dann eben so zum Beispiel einen Angriff vorzubereiten oder da mitzuwirken. Aber natürlich
ist ja genauso wichtig, auch auf meiner Position, das Defensive, das ja in den Kopfball gehen oder auch mal das lange Bein auspacken, ist auch genauso wichtig. Und ich glaube, da kommt mir besonders gerade meine Laufstärke und generell ja die Größe auch teilweise entgegen. Und das sind, denke ich, meine Eigenschaften, ja. Ja, jetzt denken so als Fußballer, wenn man jetzt, also ich bin 1,68, habe ja auch gegen lange Kerle gespielt. Na, ich mir gedacht, ja gut, okay, groß, gewachsen, den enteile ich flach weg, ne, so unten rum. Wenn man dich jetzt so im Spiel verfolgt, bist du eigentlich gar nicht so eine typische Spielerin, wo man vermuten könnte, man könnte dich auch mal da unten rum, also flach aushebeln. Du bist technisch unglaublich beschlagen, also aus kurzer Entfernung. Ich habe das gegen Leverkusen gesehen. Da kämpft eine Mitspielerin, ich glaube, die Pia Corley, den Ball. Du bekommst ihn und wie aus dem Fußgelenk heraus ist da die Lücke. Unglaublich, also technisch unglaublich gut gemacht. Ja, danke. Ja gut, Ja. also, siehst du das schon vorweg? Antizipierst du da schon die Ja, also Situation? ich glaube, ganz wichtig bei dem Thema, und das muss ich sagen, also da hat auch schon ganz, ganz früh, gerade in der zweiten Mannschaft, wurde viel, viel Wert drauf gelegt, auf die Vororientierung. Einfach immer diesen Schulterblick. Und mittlerweile ist es bei mir, also wenn jetzt, keine Ahnung, ich bespreche Szenen mit meinem Trainer und er zeigt mir ein Video und sagt, da machst du einen Schulterblick. Also im Prinzip in einer Situation mache ich teilweise drei Schulterblicke, also um zu gucken einfach, was ist hinter mir. Und ich merke das zum Beispiel im Spiel gar nicht. Das ist eigentlich immer ganz witzig, das zu sehen dann. Aber im Spiel fällt mir nicht auf, dass ich irgendwie schon den Raum gescannt habe und im Prinzip schon Lösungen, bevor die Aktion passiert ist, suche. Ja, ist jetzt mittlerweile, hat sich das bei mir echt gut gefestigt und freue ich mich auch. Ja. Ja, das ist aufgefallen. Also wirklich, gegen Leverkusen. Ist mir das wirklich aufgefallen, dass du da vorahnend, ja, im Prinzip gesehen hast, der Zweikampf von einer Mitspielerin wird gewonnen. Ich werde den Ball bekommen. Also das spielt sich ja in Sekundenschnelle hier oben ab. Und dann ist da irgendwo der Raum, der ist dann frei und da spiele ich rein. Das war wirklich klasse gemacht. Gut. Jetzt haben wir schon mit den Leuten, haben wir schon mit den Diskriminierungen, haben wir schon gesprochen. Wie siehst du die Zukunft im Fußball bei dir und im Beruf als Lehrer? Wie würde das zusammenpassen dann später? Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Es ist also bei mir jetzt gerade das Spezielle, durch den Lehrerberuf hat man eben das Referendariat. Und da haben wir zum Beispiel die Chantal Hagel in der Mannschaft, die momentan beides macht, also Fußball spielt und ihr Referendariat macht. Und ich weiß, es hat demnächst auch Bild hat da einen Artikel rausgebracht. Sie, dadurch, dass sie da verbeamtet auf Widerruf, glaube ich, ist, darf sie nichts nebenher, also kein Gehalt bekommen. Das heißt, sie macht ihr Referendariat mit vollem Umfang, mit so vielen Stunden in der Schule, dass sie wirklich morgens um 5 aufstehen muss und dann direkt ins Training geht, im Prinzip für 0 Euro. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, aber sie meistert das unglaublich gut, auch durch die Unterstützung von der Schulleitung. Also der Schulleiter ist da sehr, sehr toll dahinter. Und genau deshalb war für mich jetzt, bin ich in meinem Master gerade und da stellt sich natürlich die Frage, ob ich das auch so machen will. Und jetzt läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich erstmal nach dem Master eine Pause machen muss in meinem Studium, beziehungsweise noch vielleicht irgendwas anderes nebenher studiere, um dann erst nach dem Fußball ins Referendariat und da mit der Ausbildung fertig zu werden. Ist natürlich suboptimal, aber dadurch, dass da jetzt nicht die Unterstützung für den Leistungssport gibt, bleibt mir da gerade keine andere Möglichkeit. Aber genau, trotzdem, ja, ist ultra wichtig auch überhaupt, dass ich jetzt so weit bin, wie ich bin, oder dass einfach was neben dem Sport gemacht wird, weil, wie gesagt, man kann danach auf jeden Fall nicht
davon leben. Und das ist, glaube ich, für jede Spielerin ganz wichtig. Also viele machen Fernstudien oder Studiums, wo sie dann eben von zu Hause aus studieren können, um einfach einen Bachelor am Ende zu haben nach der Karriere und da irgendwie ins Berufsleben einzusteigen. Ja, also mit der Pause, das ist wirklich optimal, ne? Ja, gut, okay. Wirst du noch ein bisschen drüber nachdenken können, ne? Ja. Und wir haben viel über Nachhaltigkeit gesprochen, in den Medien, nach der EM. Wie auch Zuschauerzahlen haben sich ja nun erhöht. Aber wir müssen das ja langfristig auf einem bestimmten Level halten. Was können wir da machen? Also, wie es momentan ist oder läuft, ist schon, also finde ich, hervorragend. Und es zeigt einfach auch, was für ein Potenzial Frauenfußball hat oder wie schön so Geschichten einfach auch sein können, gerade mit der Poppy oder wie viele junge Mädchen da auch aufschauen können oder generell, wie viele junge Mädchen auch mittlerweile zu den Spielen von uns kommen. Also da sind wirklich nach dem Spiel jedes Mal 20, 30 Mädchen, die eine Unterschrift wollen und das ist einfach was Schönes. Und ich glaube, gerade wenn man solche Dinge forciert, dass man irgendwie sagt, das ist was Besonderes, was die Frauen leisten und da kann man aufschauen, da kann man auch Persönliches mal, sowas wie du jetzt zum Beispiel machst, Persönliches von den Spielerinnen preisgeben oder Stories auch im Fernsehen zeigen oder ja, einfach da noch mehr Ja. Sichtbarkeit schaffen, finde ich ultra wichtig. Und ja, es sollte auf jeden Fall auch weitergehen. Also ja, wenn man da aufhört jetzt, fände ich es total schade. Also da kann man wirklich ja da weitermachen. Aber dazu, so wie den heutigen Tag, brauchen wir auch die Vereine oder ich brauche den Verein, die Unterstützung. Die Pia Kielmann hat sofort Ja gesagt. Ich werde mich darum kümmern. Und es scheint, dass du auch ziemlich schnell Ja gesagt hast. Da braucht es auch die gegenseitige Unterstützung. Einmal derjenige, der die Idee hat, der das jetzt macht, und der andere, der dann eben halt als Gast kommen soll. Und da sind also nicht alle Vereine, leider Gottes, bereit zu, die Spielerinnen zu fragen und freizustellen. Da Ja, müssen wir noch. glaube ich dir. Also da glaube ich, kann sich auch jede Spielerin selber oder auch jeder Verein, wie du sagst, auch an die eigene Nase fassen und gucken, was kann ich tun, um den Frauenfußball noch voranzubringen. Klar ist dann wieder das Dilemma jetzt, natürlich eine Chantal Hage zum Beispiel hat einen Fulltime-Job. Die schafft es dann kaum noch irgendwie, sich sichtbar zu machen in den Medien oder sonstige Dinge wahrzunehmen, ist für viele dann einfach so eine Doppelbelastung, klar, aber ja, da sind auf jeden Fall auch die einzelnen Spielerinnen gefordert, glaube ich, auf jeden Fall auch. Ja, da sind wir alle gefordert. Also da brauchen wir keinen ausnehmen, Ja. vom DFB bis zum Fan. Da sind wir alle gefordert. Also wir können nicht sagen, der DFB ist verantwortlich für alles. Nein, die Fans auch. Die müssen auch alle möglichen Dinge dann auch unterstützen, nicht nur reden und diskutieren. Und da komme ich jetzt gleich zur Rückendeckung, zu dem Punkt, ihr habt ja ein unglaublich tolles Verhältnis zu Fans, Mannschaft, Verein. Habe ich festgestellt, was macht das für euch? Ist das muss doch auch noch mal so ein paar Prozent rausbringen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, gerade in den Vereinen schon, seit ich eigentlich im Verein bin, finden auch manchmal Fanfeste statt, wo eben auch die Fans eingeladen werden zum Grillen, zum Training. Jetzt durch Corona natürlich weniger in den letzten Jahren, aber ich glaube, ja, da. Das ist für uns auch wichtig, auch zu sehen. Also es ist jetzt, wir gehen dann natürlich nach den Spielen zu den Fans und ich bin der Meinung, selbst das hat sich total entwickelt. Früher haben wir abgeklatscht und sind in die Kabine und jetzt hüpfen wir auch mal mit den Fans und es gibt einem was zurück, was, glaube ich, total wichtig ist und was jetzt immer mehr für uns kommt. Also auch gerade, wenn ich dran denke an das Wolfsburg-Spiel mit den Wollte ich vielen gerade Zuschauern, einfordern. genau. Und da war ja wirklich der Stehblock jetzt nicht voll, aber waren richtig viele und man hüpft da danach, obwohl wir verloren haben, aber ein gutes kämpferisches Spiel geleistet haben, dann ist es einfach
viel, viel schöner, wie wenn da kein Fan wäre oder sonst was. Also die Fans sind für uns ultra wichtig und geben uns auf jeden Fall was zurück. Und ich hoffe, da kommen noch mehr oder auch ein paar mehr Leute in den Stehblock, weil gerade solche Sachen sind ultra schön für Ja, und uns ich auch. finde das ja unwahrscheinlich wichtig, gerade in der Niederlage. Ja. Jetzt habt ihr gegen Wolfsburg ein gutes Spiel. Also ich meine, ihr habt ein gutes Spiel gemacht. Ich habe ja da vor Ort, die haben euch läuferisch natürlich so richtig müde gemacht. Ja. Dann ist man in der 86. Minute vielleicht nicht mehr so konzentriert. Ja. Dann haben sie gewonnen. Aber dass dann die Fans trotzdem mit, oder auch ihr, in der Niederlage mit den Fans feiert, finde ich einfach klasse. Ich kann mir das so vorstellen, nach einer Niederlage bin ich ja erstmal enttäuscht, Ja. niedergeschlagen. Aber ich glaube, ihr holt euch auch so ein bisschen dann was zurück von den Auf Fans. jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, da können wir selbst als Mannschaft, weil wir das ja generell, wir spielen schon viele schon lange bei Hoffenheim zum Beispiel oder auch von anderen, wir sind es nicht so gewohnt, irgendwie da mit Fans. Und das war aber so ein Moment, wo ich gesagt habe, boah, das müssen wir eigentlich jedes Mal machen. Selbst wenn wir verlieren, wie du sagst, einfach zu den Fans und trotzdem ja diese einfach diesen dieses Gefühl mitnehmen, ja. Ja, das ist einfach so, das in den Arm nehmen. Also wenn der Papa oder der Lebensgefährte oder Lebensgefährtin einen in den Arm nimmt und sagt, komm, hey, ja, so muss man sich das denken. Ja, da macht ja der Friedel, der Markus Friedel ziemlich viel und auch die anderen Fans. Ich war auch schon mal zugeschaltet bei so einem kleinen Gespräch mit dem Trainer damals. Ja, da entwickeln sich auch, glaube ich, so kleine Freundschaften. Ne? Zulässige Freundschaften, ne? Ne? Ja, okay. Jetzt hast du drei Wünsche frei. Ja. Für den Frauenfußball oder privat, wie auch immer. Was würdest du dir wünschen? Also für den Frauenfußball auf jeden Fall, dass so wie es gerade die Kurve ist, wie es nach oben geht, dass es so weitergeht, dass auch gerade die WM, die dann kommt, ich glaube nächstes Jahr mitgenommen wird. Und das wäre, finde ich, richtig schön. Natürlich auch, was ich auch ganz toll finde, gerade eine Jule Brandt, die Talente, die rauskommen, das finde ich persönlich einfach immer was richtig Schönes und bringt den Frauenfußball auch total voran, weil die einfach wichtig sind, gerade auch für junge Mädels oder generell für die Sichtbarkeit. Also, dass da noch mehr junge Talente kommen und dass die zeigen, dass die Frauen richtig was drauf haben. Ja, und für mich oder generell für meine Mannschaft oder den Verein, dass ja, dass wir, wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir den dritten Platz erreichen. Das wäre dieses Jahr schon echt ganz toll. Ja. Das wäre jetzt nämlich das gewesen, was ich zum Schluss noch ansprechen wollte. Ihr habt jetzt einen durchwachsenen Start gehabt, mehr oder weniger. Habt euch aber doch wieder gefangen. Jetzt seid ihr im Augenblick Tabellenvierter. Kann durchaus möglich sein, dass wir wieder da reinstoßen können. Ne? Und die Zielsetzung ist ja in Ordnung. Man muss sich Ziele setzen. Ne? Und eine starke Mannschaft hat, naja. Ja. Somit sind wir schon am Ende. Okay. Dann bedanke ich mich recht herzlich. Ich bedanke mich nochmal bei der Pia, vielen Dank, aber auch bei deinem Papa und bei deinem Bruder für die Bilder und bei der Dana Rösinger für die Bilder. Die wirst du wahrscheinlich hinten Ja, gesehen haben. ja, Ne? total cool. Ja. Ja, also alle haben mich unterstützt Ah, oder danke. uns beide unterstützt, dass wir heute eine schöne Unterhaltung haben. Und dafür bedanke ich mich nochmal recht herzlich. Jetzt schalte ich aus, bleibst du bitte noch mal kurz dran, ja? Danke auch.